Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris, wir spielen Final Fantasy und finden uns hier an dieser Stelle und erzählen mit Ihnen ja. Betreten oder nicht betreten? Das ist hier die Frage. Was für ein poetisches Dilemma. Kennst du dieses Gefühl? Oh, ich wusste es doch! Bist du auch einer von der Sorte, der immer ein schlechtes Gewissen kriegt, wenn er sich mal amüsiert? Nur um dann kurz darauf wieder schwach zu werden und aufs Neue loszuziehen. Oh. Hast du eine Frage? Hast du Tifa gesehen? Tifa? Wer bist du, dass du diesen lieblichen Namen kennst? Soll das etwa heißen, dass Tifa hier ist? Warum? Warum? Kann es sein? Ist sie mir etwa gefolgt? Um mich davon abzuhalten, die Stadt zu verlassen? Oh. Nein, geh bitte. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Tifa! Tifa! Ich komme! Was war denn mit dem los? Ach, nichts. Der ist immer so drauf. Okay, dann hätten wir die halt doch auch das letzte Mal machen können. Ich dachte, es dauert ein bisschen länger. Ja. Hat nun leider nicht geklappt. Jetzt suchen wir mal den Weg nach draußen. Ich weiß nicht, die Musik ist manchmal echt ein bisschen zu viel. Nervt manchmal leicht. Hier geht's nochmal rein. Ach so, da ist einer. Willkommen. Bist du auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Okay, mehr sagt er nicht. Dann können wir da auch, glaube ich, wieder gehen. Ja. Chocobo Popcorn. Holt euch euer Popcorn. Schmeckt das? Oh, hier könnten wir Dart spielen. Alle krank. Also nicht alle, aber ziemlich viele. Liegt das an euch? Wie komme ich jetzt hier an die Musik? Kann ich nicht anquatschen? Guten Abend. Ich stehe bei Shinra Records unter Vertrag. Warte aber immer noch auf meinen ersten Hit. Ist mir in meiner 7-jährigen, dornenreichen Karriere nämlich leider noch nicht gelungen. Aber das soll sich mit diesem Song jetzt endlich ändern. Bitte sehr. Ja, einwandfrei. Haben wir das auch abgeschlossen. Wir sammeln sehr viel wieder. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Dann gucken wir noch einmal nach hier. Blickt hier vielleicht was rum, was wir gebrauchen können? Ah, doch, da hinten. Wir stupsen sie ziemlich oft an. Ah. Willkommen im Waffenladen des Weimarkts. Okay. Ach, die haben wir schon. Macht alles schlechter, das wird erstmal physisch schon es ziemlich viel besser machen. Aber... der Rest wird ziemlich viel abbauen. Ich bin echt schwer, mit neuen Sachen finden. Müssen wir mal kurz reingucken. Also das war's, haben wir da angeschaut. Ah, das wäre auch nicht verkehrt, so einen Ohren zu kaufen. Wir haben einen davon. Tut mir echt schwer damit, richtige Sachen zu finden. Deswegen trage ich noch den alten Scheiß. Und dann sehe ich in den einen oder anderen Kampf doch ein bisschen schlecht aus. Aber gut. Hier geht's nicht rein oder noch nicht. Sieh mal da. Oh,
richtig. Das muss Corneos Villa sein. Ja. Läuft. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dann das hier uns dann hätten später nochmal angehen müssen, dass wir erstmal hochgehen, festgestellt hatten, ui, hier geht's nicht weiter. Ach. Da unten ist so eine Kiste. Oh. Da hatte ich jetzt gerade ein bisschen Angst. Ich dachte, passiert was. Da ist, glaube ich, nur das Ding umgekippt. Die Lampe. Die Baustellenlampe. Ziemlich weiter Weg. Hier ist nichts. Hier ist noch eine Kiste, die ich nehme natürlich auch gerne mit. Oh, schön. Also quasi die Einkäufe wieder drin. Halten. Hey, kein Schritt weiter. Männer haben hier keinen Zutritt. Wir suchen jemanden. Ist das erste Mal, dass du hier auf dem Wallmarkt bist? Und wenn es so wäre? In die Villa kommt niemand rein. Das gilt besonders für Männer. Okay, lässt du mich dann rein? Für Frauen ist es sogar noch schwieriger. Aber Leslie, die ist doch eigentlich ganz brauchbar. Wäre die nicht was für den Chef? Ganz brauchbar? Ganz brauchbar reicht uns nicht. Könnt ihr da echt nichts machen? Ist dir eigentlich klar, was das hier für ein Ort ist? Eris. Komm schon, Leslie. Klar, sie ist kein Model, aber ich glaube, sie könnte dem Don gefallen. Cloud, darf ich diesen Typen eine runterhauen? Ein andermal. Wenn du unbedingt auf Don Corneos Brautschau willst, musst du dir ein Empfehlungsschreiben holen. Ein Empfehlungsschreiben? Auf dem Wallmarkt gibt es drei Personen, die bei Don Corneo ein gutes Wort für dich einlegen können. Sam, der Typ mit den Schokobos. Madame M. vom Massagesalon. Und Anjan, der Tänzer am Honigtöpfchen. Allesamt etwas eigene Persönlichkeiten. Ein Empfehlungsschreiben bekommst du von denen nicht einfach so. Verstehe. Aber ja, vielen Dank. Ich werde es versuchen. Ach. Brauche ich von jedem der Personen ein oder reicht da eins? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber da steht Hauptstory und alle drei Namen. Was? Nochmal? Wenn du wirklich rein willst, ist das der einzige Weg. Ja, okay, hab's verstanden. Jetzt lass mich bitte raus. Achso, halten wieder. Also rennen wir nochmal zurück. Ich glaube, den einen oder anderen sind wir vielleicht schon mal über den Weg gelaufen. Gelaufen. Geh bitte weg. Na gut, hier geht's auch nicht rein, also haben wir da nichts verpasst.
Eris. Bist du dir sicher? Hast du eine bessere Idee? Naja... Ich hab alles mit angehört, Leute. Tifa ist also in Corneos Villa, ja? Zu dumm, dass man sein Anwesen nur auf Empfehlung seiner engsten Vertrauten betreten kann. Ha! Mein Glück! Ich werde Tifa nämlich da rausholen. Yeah! Tifa, Schatz, ich komme! Schon bald bin ich bei dir! Wie süß. Der nervt. Der ist ja total verliebt. Ja. So. Wir gehen gleich mal dahin zu der 82 oder 87, 75. Eigentlich wollte ich irgendwas sagen, 7. Zum Schokobo-Händler oder Kutscher. Was wollt ihr denn schon wieder? Also eins kann ich sagen. Wenn's nochmal um dasselbe geht, könnt ihr gleich wieder gehen. Nein, warten Sie. Ich möchte, dass Sie mich für Don Corneos Brautschau empfehlen. Hä? Würden Sie das tun? Okay. Wirklich? Klar, kein Problem. Beim nächsten Mal schlage ich dich gerne vor. Es muss aber für dieses Mal sein. Geht das noch? Dieses Mal? Auf keinen Fall. Dieses Mal ist Tifa dabei. Gegen die hat niemand eine Chance. Aber vielleicht entscheidet sich Don Corneo ja nicht für Tifa, sondern für mich. Du willst also unbedingt antreten? Unbedingt! Gut, spielen wir. Also, Revers oder Avers? Wenn du gewinnst, gebe ich dir da eine Empfehlung. Aber wenn du verlierst, dann verzieht ihr euch. Oh mein Gott. Scheint uns doch für die goldene Mitte. Avers. Schade. Avers. Oh. Nun... Wenn ich ehrlich bin, ist das Mädchen zwar süß, aber nicht gerade Corneos Typ. Wenn ihr euer Glück trotzdem versuchen wollt, dann fragt die anderen Vertrauten. Oh. Nicht umsonst gibt es schließlich drei von uns. Viel Glück. Oh, toll. Warte. Lass mich mal die Münze sehen. Dachte ich's mir doch. Die Münze ist gezinkt. Wie unfair! Willkommen auf dem Wallmarkt. So läuft's hier wohl. Nicht mit mir! Na gut. Dann gehen wir weiter. Und peilen jetzt mal die Paar 60 an. Die andere an. Aber ich jetzt nicht weiß, ob wir da hinten lang kommen. War ich hier schon mal? Ich dachte nicht. Ist was? Hast du das Schild draußen gesehen? Bei mir gibt's Materia. Mal schauen, was alles so im Angebot hat. Das haben wir noch nicht. Ansonsten haben wir alles schon da. Besten Dank. Hab nichts gemacht, aber gern geschehen. So, wir gehen weiter zum nächsten. Ja. Das ist schön. Ja,
sich nicht mit weniger zufrieden gibt. Aber die Versuchung war einfach zu groß. Ich gehe rein und frag nach. Bleib du erstmal hier. Naja. Warum denn du allein? Ich will mitkommen. Aber. Cloud, du weißt doch, dass du nicht der beste Redner bist. Hat sie recht? Die Herrschaften. Danke. An diesem Ort werden ihre süßesten Träume wahr. Willkommen im Honigtöpfchen. Darf's ein Bienchen für den Herrn oder die Dame sein? Ich würde gerne Anjan sehen. Unsere einsame Nummer 1. Sehr wohl. Dürfte ich Sie um den Namen bitten, unter dem Sie reserviert haben? Reserviert habe ich nicht. Oh. Dann muss ich Sie bedauerlicherweise enttäuschen. Aufgrund seiner anhaltenden Beliebtheit ist Anjan für die nächsten 3 Jahre lückenlos ausgebucht. 3 Jahre lang? Wir wollen eigentlich nur ganz kurz mit ihm sprechen. Wir brauchen ein Empfehlungsschreiben von ihm. Ich verstehe. Aber ohne Reservierung sind mir leider die Hände gebunden. Ich bin wirklich untröstlich. Es geht wirklich gar nicht? Äußerst selten kann es vorkommen, dass Anjan jemanden zu sich ruft, der ihm besonders gefällt. Ich fürchte, als einfachen Kunden bleibt ihnen keine andere Möglichkeit. Da lässt sich wohl nichts machen. Versuchen wir es bei jemand anderem. Oh. So, jetzt wieder den Weg zurückfinden. Ich glaube, wir kamen von hier oben. Das Rumrennen nervt etwas. Halt, 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 halt. Ich will auch nach dort. Ah, so Mist. Was? Ach, er wieder. Der nervt auch total. Willkommen im Reich der Entspannung. Ihr seid zu zweit. Tretet näher. Okay, welches Fingerchen ist denn besonders verspannt? Verspannt? Ach so, ihr seid zum ersten Mal hier. Ich bin auf Handmassagen spezialisiert. Mit steifen Fingern kann man schließlich nur schwerlich sein ganzes Vermögen zählen. Deshalb kommen die Leute zu mir und lassen sich von mir verwöhnen. Mit meinen zarten Händen reibe ich meinen Kunden die Sorgen von der Seele. In diesem Sinne, was kann ich euch Liebenden heute wohl Gutes tun? Wir brauchen keine Massage. Wie meinen? Es ist so, ich möchte bei Don Corneo vorstellig werden und... Fräulein, nicht so vorlaut. Hab ich dir etwa das Wort erteilt? Warum muss immer mir das passieren? Denkst wohl, du kommst mit allem durch, weil deine Brüste noch Richtung Platte zeigen. Also, ihr wollt was? Von mir? Dann hört mal gut zu. Ich führe hier ein Geschäft. Ich bin kein Wohlfahrtsverein. Was soll ich mit euch, wenn ihr keine Kunden seid? Unverschämtheit! Wenn ihr was von mir wollt, dann bestellt euch gefälligst vorher eine Massage oder ist Anstand euch völlig fremd? Hä? Ey, Kleiner, wie heißt du? Cloud Strife. Gipfelchen. Wird's bald? Die mächtige Hand eines Kriegers. So stark und so geschickt. Also schön, Cloud. Dann zeig mal etwas guten Willen. Was auch immer ihr wollt, kommt danach. So, welches Verwöhnprogramm?
der Liegeplatz. Ich hoffe, dass... Mein Lieber. Cloud. Jetzt auch die andere gereicht hätte. Meine betuchte Kundschaft bekommt eine ganz spezielle Behandlung. Erst einmal werde ich deine Hand einen Finger nach dem anderen sanft und zärtlich mit Massageöl einreiben. Ich fange mit den Fingerspitzen an. Komm schon, entspann dich. Ich bin noch ganz vorsichtig. Nanu, hat's wehgetan? Nein. Als nächstes widme ich mich deinen steifen Knöchelchen. Alles, was sich so angestaut hat, reiben wir ganz sanft weg. Warum denn so schüchtern? Du kannst ruhig alles rauslassen. Als letztes werde ich die Druckpunkte auf deiner Hand ganz zart und behutsam stimulieren. Aha, dir gefällt's wohl. Klingt jedenfalls so. Fühlt sich diese Stelle gut an? Und wie ist's hier? Oder doch lieber hier? Bisschen Fremdscham. Na, war das schön? Schau gerne mal wieder rein. Ja. Ob wir jetzt irgendwas Positives merken? Und, wie war's? Hm? Ohne Worte. Bist du okay? Ja. Cloud, was ist los? Gar nichts. Mach mir nichts vor. Da kann man sich dran gewöhnen, was? Also gut. Du hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Ja? Dann lass doch einfach mal eure Bitte hören. Ich brauche eine Empfehlung für Don Corneos Brautschau. Also wirklich, du verlangst Sachen. Na, meinetwegen. Wirklich? Allerdings hast du mit dem Fummel keine Chance. Hä? Wenn ich Corneo ein Landei wie dich serviere, sinkt sein Vertrauen in mich als rechte Hand ins Bodenlose. Ist mein Kleid wirklich so schlimm? Ich finde es okay, sieht praktisch und bequem aus, okay. Praktisch und okay ist scheiße. Ich finde es okay. Wenn sie das sagt. Also, mir gefällt's. Wenn ihr turteln wollt, dann macht das bitte draußen, okay? Entschuldigung, aber wo kriege ich denn jetzt ein anderes Kleid her? Keine Sorge, Schätzchen. Ich werde schon was für dich finden, mit dem du Corneos Herz zum Rasen bringst. Natürlich nur, wenn du es bezahlen kannst. Oh. Was soll's kosten? 1 Million. Wobei ich natürlich weiß, dass ihr armen Schlucker euch das auf keinen Fall leisten könnt. Nett wie ich bin, habe ich aber ein Angebot. Hä? In diesem Viertel gibt es ein unterirdisches Kolosseum. Und du, Cloud, du wirst dort auf meine Empfehlung für mich kämpfen. Und wenn du gewinnst, dann mache ich aus deiner Freundin eine Schönheit, die dir den Atem raubt. Gibt es ein Preisgeld? Ja, für mich als deine Patronin schon. Na, bist du dabei? In Ordnung. Guter Junge. Hier, für dich. Die Registrierung hat schon begonnen. Huscht lieber schnell rüber. Okay. Genau. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir noch mal Schluss und machen dann beim nächsten Mal weiter. Wir sind auf dem Ballmarkt. Die sind sicher nicht zimperlich. Denkst du, dass wir gewinnen können? Darum mache ich mir keine Sorgen. Selbstvertrauen ist gut, aber nimm das nicht auf die leichte Schulter. So
Okay, meine Freunde, ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Gerne kommentieren, abonnieren, wieder einschalten und Däumchen da lassen. Und eine Glocke mitnehmen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Bye.